Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Vielleicht bist auch du heute hier und hast ein Problem. Ein Problem, von dem vielleicht niemand etwas weiß und wobei dir auch niemand helfen kann. Rechnest du mit deinem Gott? Sei nicht beleidigt, wenn Gott es anders macht, als du denkst. Und wende dich nicht ab, sondern vertraue ihm, dass er es besser macht, als du denkst. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Rechne mit Gottes Hilfe. So habe ich heute mein Thema überschrieben. Und oftmals rechnen wir gar nicht mit Gottes Hilfe, sondern wir haben oft andere Dinge, denen wir den Vorrang geben oder probieren dies oder jenes aus. Aber unsere Hilfe kommt von Gott, wenn wir uns an ihn wenden. Und in der Bibel gibt es eine Geschichte, wo ein Mann auch, ja, wie soll ich sagen, wo es nicht so passiert ist, wie er es sich gewünscht hat, wo er zuerst andere Dinge anders gewollt hat als Gott. Und die Geschichte möchte ich heute mit euch einfach mal betrachten. Und das ist die Geschichte von Naaman. Und wir lesen die ganze Geschichte in 2. Könige 5, Vers 1 bis 19. Aber da diese Geschichte zu lang ist, um sie vorzulesen, möchte ich das kurz zusammenfassen für euch. Die Aramäer damals waren mit Israel im Krieg und sie besiegten sie. Und da war dieser Naaman oder Naemann auch in anderen Übersetzungen. Er war ein angesehener Mann und der oberste Befehlshaber der syrischen Armee und somit eine Autoritätsperson. Ein Mann von hoher sozialer Stellung und Beliebtheit. Und aufgrund seiner militärischen Siege wurde er vom syrischen König besonders geachtet. Er war gewohnt, sich am Königshof zu bewegen. Dieser Mann war ein Kriegsheld, aber er hatte ein Problem. Ein Problem, von dem nicht gesprochen wurde. Es wussten vielleicht nur seine Frau und der König. Er war krank, unheilbar damals. Und seine ganze hohe Position half ihm gar nichts. Und vielleicht bist auch du heute hier und hast ein Problem. Ein Problem, von dem vielleicht niemand etwas weiß und wobei dir auch niemand helfen kann. Und genau wie dieser Naaman bist du vielleicht auch eine angesehene Person, geachtet überall, in deiner Umgebung, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie und so weiter. Bist aber total unglücklich. Nach außen hin nicht, aber in deinem Inneren. Denkst manchmal, jetzt wäre alles so schön, wenn dieses Problem nicht wäre. Kennen wir nicht alle solche Situationen? Jeder von uns trägt seine Probleme mit sich herum, auch solche, von denen niemand etwas weiß. Auch wenn du eine angesehene Person bist, hilft dir das nichts. Naaman war aussätzig. Niemand konnte ihm helfen. Alles Geld, Ansehen und Beliebtheit nützten ihm nichts. Und es gibt viele Dinge, die man einfach mit Geld nicht kaufen kann. Und sehen wir, was weiter geschah. Naaman gehörte zum Volk der Aramäer und sie waren ein starkes Volk und sie besiegten Israel. Und von einem dieser Siegeszüge brachten sie ein junges Mädchen als Gefangene mit. Dieses Mädchen kam in den Dienst der Frau des Naaman.
Weit ab von der Heimat hielt dieses Mädchen an ihrem Glauben fest. Sie glaubte an den lebendigen Gott Israels. Sie trug ihren Glauben hinein in diese andere Umgebung. Sie war inmitten einer anderen Kultur, wo Götter angebetet wurden. Und trotzdem war sie nicht bitter oder böse gegen Naaman, weil er sie gefangen weggeführt hatte. Sie hatte keinen Groll, weil sie nun in der Fremde leben musste. Und sie hörte von seiner Krankheit und wollte ihm helfen. Manchmal stellt Gott uns an einen Platz, wo wir gar nicht hinwollen. Wo wir denken, wir sind nur von Feinden umgeben. Von Menschen, die uns nicht verstehen und an andere Dinge glauben. Und oftmals hat Gott genau an diesem Platz einen Auftrag für dich. So wie bei diesem Mädchen. Und jeder hätte verstanden, wenn sie gesagt hätte, das geschieht ihm doch recht, warum hat er mich entführt? Manchmal denken wir so, geschieht ihm oder ihr recht? Sie hat mir dies oder jenes getan, sie oder er. Doch wir sollten solche Situationen in Gottes Hand legen. Und dazu lesen wir in Römer 12, Vers 19 bis 21 folgendes. Rächt euch nicht, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn, wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und genau in dieser Gesinnung hat dieses Mädchen gelebt. Gott wird uns Recht verschaffen und er wird vergelten, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir unseren Feinden Gutes tun, dann sammeln wir feurige Kohlen auf deren Haupt. So haben wir gerade gelesen. Und damit ist gemeint, dass für Gott der Weg frei ist, zu handeln. Wenn wir das loslassen, wenn wir denjenigen oder die Situation in seine Hände legen. Dass wir unsere Feinde in Gottes Hand geben und nicht in unsere. Und genau das hat dieses israelitische Mädchen getan. Sie hat ihrem Feind Gutes getan. Sie sagte, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien. Sie wusste, Gott kann ihn berühren. Und der Naaman, der ergriff diesen Strohhalm. In seiner völlig hoffnungslosen Situation war das wie ein Rettungsanker für ihn. Er ging zum König und berichtete das, was dieses Mädchen ihm gesagt hatte. Und er, der König, der schickte ihn sofort los. Und wohin? Zum König von Israel. Und das war das natürliche Gegenüber für ihn, der König von Israel. Und als er kam, hatte Israels König einfach Angst. Israel war auch in der Schuld der Aramäer, denn sie hatten Israel besiegt. Und so fühlte sich dieser König ziemlich unter Druck. Und Naaman hatte einen Brief bei sich und der lautete folgendermaßen, 2. Könige 5, Vers 6. Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Der König war entsetzt. Ja, wie kann er jemand heilen? Er zerriss seine Kleider und sagte, bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen? Ich soll einen Menschen von seinem Aussatz heilen. Und er war völlig in Panik. Er war verzweifelt,
weil er dachte, dass diese ganze Geschichte mit einem erneuten Krieg gegen Syrien enden könnte. Und der König von Israel brach in Angst und Schrecken aus, anstatt zu seinem Gott zu gehen. Und so reagieren Menschen, die mit Gott nicht rechnen. Rechnest du mit deinem Gott? Kennst du deinen Gott? Wo gehst du hin mit deiner Not? Zu deinen Nachbarn? Zu Freunden? Zu Familienmitgliedern? Brichst auch du in Angst und Schrecken aus, wenn irgendeine unvorhergesehene Situation auf dich zukommt? Wenn irgendetwas geschieht, was nicht in unserer Macht steht, wo einfach keine Lösung ist, unmöglich. Oftmals stehen wir in solchen Situationen. Und woher kommt unsere Hilfe? Psalm 121, Vers 2 und 3. Und der David, der wusste das ganz genau. Und da schreibt er: Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird es nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Rechnest du mit Gottes Hilfe? Das ist eine Zusage von Gott, dass er mit dir ist, dass er dir hilft, dass er dich stützt, dass dein Fuß nicht wankt, dass er nicht schläft, wie wir so manchmal denken, ach Gott, wo bist du denn? Er schläft nicht, er kennt dich, er weiß um dich und er hilft dir. Aber du musst dich an ihn wenden. Rechnest du mit Gottes Hilfe? Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König seine Kleider zerrissen hatte, dass ihn Angst und Verzweiflung gepackt hatten. Und dann sandte er zu ihm und ließ ihn fragen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Und so reagiert jemand, der mit seinem Gott rechnet. Lass ihn kommen. Er wusste, Gott wird mit ihm fertig. Er war sicher, er kannte Gott. Und Gott wird auch mit deiner Situation fertig. Und vertrau ihm, verlass dich auf ihn und sei dir sicher, dass er mit dir ist. Da kommt nun dieser Naaman mit Gefolge, hoch zu Ross, gewohnt am Königshaus empfangen zu werden. Und stellt euch vor, nun schickt man ihn zu einer kleinen Hütte irgendwohin. Elisa hatte kein Staatshaus. Es war sicher ein einfaches Haus oder Hütte, wahrscheinlich im Staub und Dreck an irgendeiner Straße, wo er wohnte. Und der Naaman ging dahin, beziehungsweise auf dem Pferd. Und Naaman hält am Eingang zu Elisas Haus in Erwartung eines für ihn standesgemäßen Empfangs. Er steht da, hoch zu Ross und wartet. Und da kommt ein Bote von Elisa. Und er sagt zu ihm, 2. Könige 5, Vers 10, Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. So eine Enttäuschung. Da kommt so ein Bote und sagt ihm lapidar, geh dahin und tauch dich unter. Naaman ist sauer und zornig. Sein Stolz war angekratzt. Er hatte sich das so schön ausgedacht. Und Naaman sagte im Vers 11, Siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn, seines Gottes, anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Also er hatte sich die Geschichte schon ausgedacht, was Gott an ihm tun sollte.
so richtig standesgemäß. Und machen wir das nicht oft auch so, dass wir Pläne machen, wie Gott das machen muss? Jesus, wenn du das so und so machst, dann sieht derjenige das und dann wird er sich vielleicht bekehren. Schöner Plan. Oder einfach so planen, wie Gott das machen muss, dass es uns in den Kram passt. Doch Gott hat andere Pläne. Naaman ist zornig, weil es nicht so geht, wie er es sich gedacht hatte. Er muss zu dieser alten Hütte kommen und wird dann noch abgespeist von einem Boten. Undenkbar. Der Prophet findet es nicht einmal für nötig, sich aus seinem Haus heraus zu bewegen. Und hier steht ein Oberbefehlshaber vom König geschickt. Was dann, wenn dir Gott etwas vorsetzt, was gar nicht deinen Vorstellungen entspricht? Die Situation steht vor dir, wie die alte Hütte von Naaman. Hast auch du dir einen Plan gemacht, wie Gott dein Problem lösen muss? Bist du auch gewohnt, selbst zu entscheiden, oder bist du gewohnt, deinen Willen durchzusetzen? Wenn Gott deinen Finger auf dein Problem legt, sagst du dann, ich doch nicht. Das tue ich nicht und schuld sind sowieso die anderen. Du in deiner Position kannst doch nicht klein beigeben. So dachte auch Naaman und setzte fast sein Leben aufs Spiel, weil Gott einen anderen Plan mit ihm hatte. Er war sauer und ungehorsam Gott gegenüber. Er wollte einfach nicht von seinem hohen Ross heruntersteigen. Er meinte, es müsse nach seinem Plan gehen. Sei nicht beleidigt, wenn Gott es anders macht, als du denkst. Und wende dich nicht ab, sondern vertraue ihm, dass er es besser macht, als du denkst. Und da erinnere ich mich an ein Zeugnis von einer Frau in der letzten Gebetsnacht. Sie kam, weil ihr Mann Probleme hatte am Arbeitsplatz. Und ihr Gebetsanliegen war, dass sich das ändert. Und dann hat sie erzählt, als sie nach Hause kam, am Dienstag nach der Gebetsnacht bekam ihr Mann die Kündigung. Also nichts wurde besser. Er wurde gekündigt. Und dann sagte sie, das war überhaupt nicht lustig, weil er arbeitslos war dann. Und dann sagte sie, nein, ich halte fest, dass Gott uns hilft. Und dann am Freitag drauf hatte er eine neue Arbeitsstelle, viel, viel besser als die alte. Und sie war überglücklich darüber. Und so macht es Gott. So macht es Gott. Viel besser, als wir denken, wenn wir es in seine Hand geben und wenn wir ihm vertrauen. Ja, der Naaman beschwerte sich, dass der Jordan so schmutzig war. Die Flüsse bei ihm daheim hatten viel besseres Wasser. Kann ich mich nicht in den Flüssen von Damaskus untertauchen oder baden und rein werden, sagte er. Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Er wollte aufgeben, war frustriert über das, was er vorfand. Wie oft rennen wir dann in die falsche Richtung und verpassen das, was Gott für uns will und Gott für uns hat. Und dann kamen die Diener Naamans auf den Plan. Sie sahen die Sache etwas anders. Sie sagten zu ihm, Vers 13, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Gott sei Dank für solche Menschen, die für uns solche Dinge ins rechte Licht rücken. Gott sei Dank für Menschen, die uns auf Gottes Pläne aufmerksam machen. Naaman war bestimmt hinterher seinen Dienern dankbar,
dass er sich breitschlagen ließ, in dieses schmutzige Wasser zu steigen. Lass ab von deinem Zorn und Frustration. Sei nicht sauer auf Gott, sondern ordne dich ihm unter. Steige von deinem hohen Ross herunter und sieh, was Gott für dich hat. Auch wenn es noch so unscheinbar und trübsinnig aussieht, wie die Hütte Elisas oder diese schmutzigen Wasser. Dahinter verbirgt sich absolute Herrlichkeit Gottes. Gottes Gegenwart war in der Hütte Elisas und nicht am Königshof. Manchmal täuschen wir uns. Da, wo wir es manchmal gar nicht erwarten, da ist Gottes Herrlichkeit. Wir täuschen uns manchmal und müssen genau hinsehen. Oftmals nicht da, wo großer Glanz im Vordergrund steht, Ansehen oder Schein. Vers 14. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Und da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Das war seine Rettung. Sein Problem war gelöst durch Gehorsam, weil er Ja gesagt hat zu Gottes Plänen. Egal wie aussichtslos und schmutzig alles aussieht. Da, wo Gottes Gegenwart und Kraft ist, da bekommst du Hilfe. Wir wissen, dass Naaman beim 7. Mal untertauchen rein war. Und warum? Wenn er beim 5. Mal schon rein gewesen wäre, hätte er sich nicht noch 2-mal untergetaucht in diesem Schmutzwasser. Und dann wäre Gottes Plan oder Bestimmung nicht erfüllt gewesen. Wir können nicht abkürzen. Was hilft es dir, wenn du 2-mal untertauchst, bildlich gesprochen, und dann aufgibst? Vielleicht bist du ganz nah an deiner Lösung dran, die du brauchst. Vielleicht musst du auch nur noch 1-mal untertauchen, bildlich gesprochen. Gib nicht auf. Bleibe dran. Naaman musste sich untertauchen. Er musste von seinem hohen Ross herunter. Sein Stolz musste sich beugen. Und auch unser Stolz muss sich beugen. Nicht unser Ich zählt, sondern Gottes Pläne für unser Leben. Dieses 7-mal Untertauchen heißt für uns heute so lange dranbleiben, bis es geschieht. Wir können uns bestimmt die Freude von Naaman vorstellen, als er geheilt war. Er wollte nun Elisa sehen und kehrte zu dem Mann Gottes zurück. Und in seiner Freude wollte er ihm Geld geben für seine Heilung. Naaman hatte 10 Talente Silber, 6.000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider dabei. Und das waren 340 Kilo Silber und 68 Kilo Gold. Was für ein Schatz. Eine große Verlockung, bestimmt auch für Elisa. Er gab ihm aber zu verstehen, dass man Heilung nicht kaufen kann. Heilung ist ein Geschenk von Jesus. Für uns. Er ist dafür ans Kreuz gegangen, dass dies möglich ist für uns. Wiederherstellung an Geist, Seele und Leib. Eines jedoch hat der Naaman gelernt. Er sagte zu Elisa: Sieh doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt als nur in Israel. Er hat den lebendigen Gott erkannt und kennengelernt. Gott konnte sich verherrlichen, weil Elisa keine Angst gehabt hat vor diesem Aramäer. Er sagte zum König: Schick ihn zu mir, er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Er rechnete mit seinem Gott. Und lasst uns nicht zurückweichen, wenn wir uns bedroht fühlen. Gott hat schon im Voraus
Pläne, die dich zum Sieg führen. Rechne mit deinem Gott, baue auf ihn in allem, was du tust und weiche nicht zurück. Suche Gottes Gegenwart. In Gottes Gegenwart ist alles möglich. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.